Heute gibt es mal eine schöne Detailfrage, und zwar eine, die sehr oft gestellt wird in gerade Anfängerkursen und Seminaren. Und das ist die Frage bei den 5 Übungen, wenn wir da unsere Hände und Arme bewegen, berühren sich da eigentlich die Finger bei Reinigungsübungen und Naturübungen und so weiter? Oder sind die Finger in einem gewissen Abstand zueinander? Oder müssen sie sich berühren oder dürfen sie? Es geht um Finger. Alles Finger oder was? Darum geht es heute. Schön, dass du mit dabei bist. Und wir regeln die Frage relativ direkt und einfach. Das heißt, wir nehmen mal als erstes Beispiel die Reinigungsübung, wo wir ja schon anfangen, dass über dem Bai Hui, über dem Kopf, die Mittelfinger sich berühren. Und da haben einige das Gefühl, ja, das fühlt sich besser an. Einige haben das Gefühl, wenn ich die Freiheit hätte, würde ich die Finger sich nicht berühren lassen. Und ich leite, wenn du schon mal Übungen von mir angeleitet bekommen hast, per Video oder auf einem echten Seminar. Ich leite das immer so an, dass sich die Finger berühren. Auch bei der Naturübung, wenn man die Hände zum Beispiel vor das Danjung nimmt, dass sich dann die Finger berühren, die Mittelfingerspitzen zum Beispiel. Und die Sache ist die, erstmal Entwarnung, kurze Antwort, die Finger müssen sich nicht berühren. Du kannst sowohl bei der Naturübung die Finger einfach voreinander halten oder auch ein bisschen weiter auseinander, aber normalerweise schon dicht aneinander. Auch bei der Reinigungsübung müssen sich die Finger nicht berühren. Aber jetzt kommt die Frage erstmal, ja, sie dürfen sich berühren. Und warum leite ich das so an? Weil aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich habe ja schon nicht nur mir selbst im Spiegel, sondern sehr vielen Hunderten, wenn ich würde sagen Tausenden Kurs- und Seminarteilnehmern dabei zugeguckt, wie sie die Übungen machen. Und wir stehen fast alle so ein bisschen durch Skoliose, Fehlhaltung im Alltag. Wir sind fast alle so ein bisschen schief, zumindest am Anfang der Übungszeit, der Übungseinheit. Und wenn wir dann die Finger berühren lassen, dann ist das so ein bisschen eine Garantie, dass wir relativ symmetrisch stehen. Das fühlt sich dann aber, wenn wir sehr schief im Innern sind, nicht gerade an. Da würde man vielleicht sagen, ich würde lieber so stehen, das fühlt sich für mich gerade an. Aber wir wollen ja uns kalibrieren und in eine echte Mitte kommen und in eine neue Symmetrie eintreten mit der Übung. Und daher ist es einfacher, wenn sich die Finger berühren. Dann haben wir die Garantie, okay. Wenn wir sagen, wir nehmen nur die Finger irgendwie übers Bai Hui, ohne Spiegel, dann sieht das oft dann so aus. Ich zeige es mal. Dann stehen wir da dann so. Ganz oft schon. Und wenn ich dann sage, hältst du gerade die Finger auf gleicher Höhe bei Hui? Ja, ich habe die gerade ganz symmetrisch. Und alle anderen im Kurs sehen, nein, das ist nicht symmetrisch. Wenn man dann sagt, lass mal deine Mittelfingerspitzen sich berühren. Auf einmal sieht es schon viel besser aus. Das ist der einzige Grund, warum sich die Mittelfingerspitzen meiner Meinung nach berühren sollten. Und selbst in meiner eigenen Übung, in meiner eigenen Übungspraxis nach über 20 Jahren, lasse ich die Finger meistens noch sich berühren. Weil ich selber auch einen Alltag habe und auch eine Stunde hier auf dem Sofa sitze, da eine halbe Stunde im Bus, da eine 3 Stunden im Zug und so weiter. Oder irgendwelche Fehlhaltungen, die schleichen sich eigentlich bei fast jedem im Alltag ein. Und das ist die Chance bei der Qigong-Übung, diese Fehlhaltung ein bisschen gerade zu rücken und zu kalibrieren. Und wenn wir nur irgendwie stehen, weil sich das lockerer anfühlt, ja, es fühlt sich lockerer an, wenn sich die Finger nicht berühren, weil wir dann in der Fehlhaltung bleiben können und das Gefühl haben, wir sind gerade, sind wir aber gar nicht. Und daher empfehle ich dir, beiß in den sauren Apfel, wenn das nicht so deine Sache, deine Geschichte ist mit den Fingern. Und lass sie doch leicht berühren oder zumindest die ersten Durchgänge. Das wäre so der Kompromiss, wenn wir 7 Wiederholungen machen, dass wir erstmal die ersten 1, 2, 3 Durchgänge gucken, stehen wir einigermaßen gerade oder sogar einmal vorm Spiegel üben. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der einfach so gerade in sich ist, dass der das nicht braucht, ja, dann brauchst du die Finger auch nicht sich berühren zu lassen. Ich brauche das auf jeden Fall. Ich bin durch meine Alltagsgewohnheiten ständig schief und krumm und freue mich darüber, dass die Qigong-Übung mich wieder einigermaßen in die Mitte bringt und gerade macht, begradigt sozusagen auf eine gute Art. Und in diesem Sinne, das sind meine Empfehlungen zu diesem Thema. Sollten sich die Finger berühren bei der Übung oder bei den 5 Übungen des Wudang Qigong oder nicht? Und was du draus machst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf dein Feedback und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.